den treibt man dann da rein. So sollte es nicht sein. Das ist alles so, das kratzt an gut. Aber dann kommt irgendwas, was es so ein bisschen kaputt haut. Die zu weichen Schupfnudeln für meinen Geschmack. Vitello Tonnato, da fehlt auch irgendwas, was einen so richtig aufschmalzen lässt. Und hier sowieso, da musst du ja komplett beifuschen. Das ist halt, wenn du ein Auto kaufst, dann willst du ja auch nicht sagen, ach, die Räder, die hole ich mir nächstes Jahr. Das ist halt, da muss man fair bleiben, weil bei den meisten anderen Gerichten ist es halt auch so, dass sie so vollständig kommen, dass sie auch genossen werden können. Und nicht zum Kaufen ein Auto, was sie noch brauchen in den nächsten Ausgaben zum Buch. Das ist der Motor, die Scheinwerfer, die Reifen, den Lack und die Sitze. Das Lenkrad und die Basiskarosserie, die sind aber beim ersten Heft für 99 dabei. So unterbietet sich das an. Das finde ich ein bisschen, ihr das Carpaccio. Und das finde ich ein bisschen schwierig. So, jetzt kommen wir zu unserem Gesamten Tages, nämlich den Creme.